Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch 5 Gameboy-Spiele vorstellen, die nicht teuer sind, aber wirklich Pflicht für jede Sammlung sind und auch natürlich auch für Einsteiger, die das Gameboy-Spiele sammeln anfangen wollen, sehr, sehr gut sind. Beide Spiele kosten so lose 4 bis 5 Euro, in OVP logischerweise immer etwas teurer. Diese Spiele sind nicht unbedingt in der ersten Reihe, sondern eher in der zweiten Reihe bekannt, aber das heißt nicht, dass es schlechte Spiele sind. Und zu jedem dieser Spiele habe ich euch auch schon ein Testvideo gemacht, die sind natürlich unten in den Beschreibungen verlinkt, aber genug der langen Vorrede, fangen wir einmal an. Fangen wir an mit Tiny Toon Adventures. Ja, damals hatte ja noch Konami die Regie und hat die Spiele gemacht. Für Super Nintendo gab es ein paar Umsetzungen, natürlich auch für den Game Boy. Normalerweise sagt man ja so bei Lizenzversoftung, eieiei, kann das was werden, aber die Tiny Toon Spiele sind auf jeden Fall wunderbar. Aus dieser Serie, in dieser Art, gibt es 2 Spiele. Einmal Montana's Madness ist der zweite Teil und hier einmal Bub's Big Break, das ist der erste Teil und den würde ich euch empfehlen. Bei der im Vergleich sogar noch etwas besser ist als der zweite Teil. Es ist auf jeden Fall ein schöner Plattformer. Die Besonderheit hierbei ist, dass ihr zwischen 3 verschiedenen Charakteren auswählen könnt, die verschiedene Angriffsvarianten haben. Ne? Und so könnt ihr das je nach Situation euch anpassen, mit welchen ihr da voransteigen wollt. Die Level sind super abwechslungsreich gestaltet, sehr, sehr stimmig. Die Grafik ist super stimmig. Die Musik passt wie die Faust aufs Auge. Also falls ihr mit den Tiny Toons auch nur ansatzweise was anfangen können, würde ich euch dieses Spiel wirklich wärmstens empfehlen. Als zweiten Plattformer haben wir hier Asterix. Und dann werdet ihr euch vielleicht überlegen, okay, Asterix, wieder eine Lizenzversoftung, kann das denn gut werden? Ja! Und zwar hat das im Vergleich zum den zweiten Teil, es gibt noch Asterix und Obelix, ähnlich wie bei den Tiny Toon Adventures, aber hier finde ich auch, ich persönlich, den ersten Teil besser. Ihr seht es vielleicht von dem eingeblendeten Grafikstil. Mich persönlich erinnert das Gameplay und auch der Grafikstil extrem an Super Mario Land. Und wie es so schön heißt, lieber von den Guten was klauen, als schlecht selber erfinden. Und genau das beherzigt hier Asterix auch. Es hat verschiedene Level-Welten, durch die ihr da buxiert werdet. Es ist sehr abwechslungsreich und es ist ein sehr, sehr guter Plattformer mit einer wunderbaren Steuerung. Und ich bin mit Asterix damals aufgewachsen und fand es schon ziemlich cool und ihr wahrscheinlich auch. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Kostet auch, wie gesagt, so 4 bis 5 Euro als loses Modul. Wirklich Pflichtteil einer jeden Sammlung. Als nächstes haben wir ein Rennspiel, nämlich Super RC Pro AM. Ja, auf den ersten Blick mag man vielleicht sagen, okay, der Game Boy ist da überhaupt geeignet für Rennspiele, aber es gab so einige richtig gute, denn zum Beispiel am Anfang gleich das F1 Race und auch später haben das Spiel richtig die Hardware an das Maximum ausgereizt, wie Wii Rally 2. Das ist ein wunderbares Spiel, aber ich zeige euch hier Super RC Pro AM und zwar ist das der Nachfolger von dem NES-Titel RC Pro AM. Und das habe ich damals wirklich als Kind gesuchtet ohne Ende und hier auf dem Game Boy ist quasi eine leicht verbesserte Variante erschienen. Besonderheit hier ist nicht, dass ihr irgendwie aus einer Verfolgersicht spielt oder ähnliches, sondern aus einer schrägen Draufsicht und da die Autos dann durch die Level buxiert. Natürlich zwischen den Rennen, je nachdem, was für einen Platz ihr erreicht habt, bekommt ihr Geld, könnt ihr euer Auto upgraden und so weiter. Wunderbares Spiel, ist von Rare, kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen und ist wirklich nicht teuer. Als nächstes haben wir denn ein Beat'em Up, ja, und zwar Turtles Fall of the Foot Clan. Wie ich wart ihr damals wahrscheinlich auch ein riesen Turtles-Fan. Die waren ja wirklich überall und auch die haben zum Glück als Lizenz sehr, sehr gute Spiele bekommen. Aus dieser Spielereihe gibt es insgesamt 3 Titel für den Game Boy. Der erste und der zweite, die sind relativ ähnlich. Da scheinen sich auch die Geister. Die einen sagen, der erste Teil ist besser, die anderen sagen, der zweite Teil ist besser. Der dritte Teil, Radical Rescue, geht nochmal einen ganz anderen Ansatz, geht so ein bisschen in so eine Metroidvania-Geschichte. Aber das hier ist ein Straight-up Beat'em-up. Ihr habt aus der Seitenansicht, spielt ihr einen der Turtles und kämpft euch durch den Foot Clan. Wunderbare Technik, super gemacht. Ist natürlich jetzt vom Gameplay her nicht das anspruchsvollste, aber für so eine Runde zwischendurch, mal mit den Turtles Cowabunga-mäßig alle niederzumetzeln oder so richtig metzeln tut ihr da natürlich nicht, aber niederzuprügeln, macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und als letztes Spiel würde ich euch Kirby's Pinball Land empfehlen. Pinball-Spiele sind natürlich extreme Geschmackssache. Ich persönlich spiele die Dinger nicht so ausgiebig. Ich habe damals natürlich Revenge of the Gator ziemlich ausführlich gespielt, aber das war eher so nach dem Motto, damals hat man ja nichts. Aber
Kirby nimmt sich diese normale Pinball- oder Flipper-Formel und erweitert die ganze. Ne? Es gibt da zum Beispiel Bosskämpfe, ihr könnt durch verschiedene Tische spielen und Sachen erleben und so weiter. Und das ist einfach ein wunderbarer Ansatz, dieses normale, langweilige, ich weiß jetzt, werden mich wahrscheinlich einige hauen, Flipper-Prinzip zu nehmen und durch so etwas zu erweitern. Macht einfach tierisch Spaß und da sieht man mal wirklich, dass der Kirby ein Tausendsasser ist oder in vielen, vielen Spielen auftaucht. Das waren jetzt auch kurz und fix meine Empfehlungen für euch. Was würdet ihr so empfehlen, so als günstige Spiele zwischen 4 und 5 Euro als Modullose? Da gibt es natürlich viele, viele, viele Tipps. Jeder hatte so seinen eigenen Geschmack. Was habt ihr denn dann für Ideen? Ab in die Kommentare damit. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut!